Ihr erinnert euch doch noch, als John Rambo in dem Bergwerk war, bei völliger Dunkelheit sein Zippo aus der Tasche gezogen hat und alles abgeleuchtet hat. Und dann hat er was gefunden, eine brennbare Flüssigkeit. Er hat sein Messer rausgezogen. Ein Stück Stoff abgerissen. Hat es um seine Klinge gewickelt. Was so. Hat dann die brennbare Flüssigkeit genommen, hat sie auf seine Fackel gegossen. Hat das Bergwerk erleuchtet und auch das geht mit Sipurin. Und jetzt finde ich meinen Weg in die Freiheit. Hallo, der Test der Allzweckwaffe Sipurin geht weiter. Ich schaue jetzt, ob ich mit dem Mittelchen auch meine Fahrradkette, meine Rennradkette gereinigt bekomme. Ich fülle das jetzt mal in die Reinigungsmaschine ein hier. So eine Kettenwaschmaschine, da löst sich gleich der alte Dreck. Scheint zu funktionieren. Die Kette läuft hier um die Waschbürsten. Und wird hin und her gedreht. Und jetzt schauen wir mal, was das Sipurin mit meiner alten fettigen Rennradkette macht. Jetzt schauen wir, was das Sipurin mit meiner Fahrradkette macht. Die Kettenwaschmaschine ist genial. Die Kette läuft in die Bürsten. Wird tipptopp sauber, wie es aussieht. Und riecht gut. Das sollte reichen. So sieht es jetzt aus, schön schwarz. Meine Kette ist schön sauber. Gehen wir mal ran. Also auch für das kann man es brauchen, zur Fahrradpflege. Ciao. Jetzt kommt der letzte Test für heute. Nicht die Kopfmassage. Der Grill. Wie schon angeregt in den Kommentaren. Schauen wir, für was das noch taugt. Ich habe jetzt schon einiges gemacht, die Flasche ist immer noch halb voll. Jetzt zünden wir mal den Grill an für das mittagliche
Grillvergnügen. Schauen wir mal. Also ich habe nochmal nachschütten müssen. Die erste Ladung war zu wenig. Ist ausgegangen, aber jetzt packt es das, glaube ich. Jetzt geben wir ein bisschen Power mit meiner Rossmann Luftmatratzenpumpe. Also, Seborin hat voll durchgezündet. Ich bin schon auf das dezente Seborin-Haarwasser-Aroma gespannt. Es ist ja Sonntag heute und ich habe noch ein bisschen Zeit zu labern. Ich habe jetzt nochmal bei den Rechnungen geschaut und habe dann tatsächlich auch noch eine Rechnung der Firma Schwarzkopf gefunden, die auch in München in der Bodenseestraße 253 eine Niederlassung hatte, unter der Nummer 912 eine Rechnung gefunden von meinem Vater, seinem Friseur. Und tatsächlich hat er auch das Seborin verwendet. Ich habe das hier unter den Posten 345 und 348 gefunden auf der Rechnung. Hier gab es zu einem Liter Gebinde und einem halben Liter Gebinde. Der hat da sage und schreibe jeweils 10 Flaschen bestellt. Zu einem Flaschenpreis von 2,94 Mark die Literflasche und 1,94 Mark die halbe Literflasche. Also der Geruch ist direkt reell gewesen, den ich da empfunden habe. Er hat es verwendet. Ja, noch was. Ich habe ja auch in dem Filmchen was zum Thema Rambo gebracht. Wie komme ich drauf? Ich habe da kürzlich auf YouTube einen Kanal entdeckt von einem, ich nehme an, Franzosen Dialekt nach, der die ganzen Locations von First Blood Rambo 1 abgefahren hat, damals heute. Ganz tolle Vergleiche gemacht, Kameraüberschneidungen und Blendungen. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich da noch einen Link anfüge. Die Filme müsst ihr euch ansehen. Haben mir sehr gut gefallen, muss ich mir nacheinander alle nochmal anschauen. Das war's heute, für heute etwas länger. Bis zum nächsten Mal. Servus.